Es geht ab in Wut. Um zu wandern, zu erkunden, zu entdecken, zu werkeln, zu sammeln, verlassene Orte abzuchecken, um zu entspannen. Und auch um Spaß zu haben, die Freude an der Pracht von Mutter Natur und ihren Gaben. Hey, willkommen ab in Wut. Mein Name ist Axel und heute geht's ganz klassisch mal wieder ab in Wut. Mal gucken, wie es hier aussieht. Und man sieht, ja, hier ist es ordentlich verschifft, wie leider befürchtet, aber egal. Deswegen sind wir nicht wirklich hier. Ich will nach Pilzen gucken, vielleicht sieht es bei denen besser aus, aber es hat so wenig geregnet, da habe ich nicht die größten Chance wahrscheinlich. Deswegen habe ich noch was anderes zu schnabulieren bei und das gibt es dann hoffentlich mit Pilzen. Hier liegt ja alles voll mit Eicheln. Das erinnert mich an die Aktion, die ich Saki nachempfunden habe mit den Keksen. Hier wie gesagt alles voll, aber eigentlich gab es die Aktion natürlich im Frühjahr, wo die weniger Gerbstoffe innehaben. Also wer Bock hat, hier geht's zum Video. Nebenbei will ich noch eine ganz kleine Kleinigkeit ausprobieren, die ich vor kurzem gesehen habe. Nämlich den simpelsten Stuhl zusammenbauen, der wo gibt. Ah ja, die liebliche Hagebutte und im Hintergrund eine weniger liebliche Glasflasche. Von wegen die Hagebutte juckt. Liebe Deichkinder, ja? Ihr müsst ja kleinen Kindern das hier nicht irgendwie in den Rücken reiben. Wie damals. Passt hier aber perfekt zusammen. Die Hagebutte juckt und Dorn schneiden an meinen Beinen rum. Der Reinfahren hier sah auch schon mal besser aus. Falls es noch nicht bekannt ist, gut gegen Mücken wohl. Also damit kann man sich, wenn man es aufs Feuer packt, ordentlich einräuchern. Ansonsten denkt man sich so ein Bündel gegebenenfalls ins Zelt, dann soll das wohl auch schon helfen. Mit dem Zelt habe ich noch nicht getestet, aber mit dem Räuchern, das ist alles erwiesen. So, dann machen wir mal eine Pilze. Hoffen wir. Wie wir alle wissen, die meisten Pilze sind ja mit irgendwelchen Bäumen, ich nenne es mal, verbandelt. Und das ist ja eine Birke, weil heißen, hier könnte es natürlich Birkenpilze geben. Die habe ich auch sonst hier mal gefunden, aber heute noch nicht. Ansonsten haben wir natürlich Kiefern, weil heißen, hier gibt es die sogenannten Kiefernsteinpilze, die man ja auch ganz leicht oder ganz gerne mal mit den Maronen verwechselt. Aber Maronen gibt es natürlich auch. Sehr viel weiter hinten in den Laubwäldern gibt es dann auch noch Steinpilze gegebenenfalls oder meine geliebten Hexenröhrlinge. Schauen wir mal. Und ich brauche definitiv irgendeinen Stock hier gegen die Spinnen. Ich halte da nochmal so einen Stock vor mich, damit ich dann auch die ganze Zeit runter gucken kann und nicht die ganze Zeit in die Spinnenweberin laufe. Ja, die mögen das ja auch nicht so, ne? Also nee, ich darf nicht von Pilzen gerade hier ausgehen, also nicht in dem Stück Wald. Vielleicht haben wir ja noch in dem Laubwald ein bisschen mehr Glück. Man muss bloß meckern. Das hier ist definitiv ein Kiefernsteinpilz. Kiefernsteinpilz ist kastanienfarbig oben sozusagen, ein bisschen brauner als die Marone. Hat auch letztlich unten, hoppa, zeig ich schon ab hier mal, egal, vielleicht kann man es besser sehen, einen sehr viel feineren Schwamm. Der ist ein bisschen beige, der ist nicht so gelb, sondern, ja, wie gesagt, eigentlich fast hier schon weißlich. Wupp. Einige Minuten später. Ja, irgendwie doch, ein Pilz ist kein Pilz. Sie wollen nicht. Sie haben Angst vor mir. Oder ich habe nicht genug gemeckert. Ich gehe jetzt einfach mal weiter zum besagten Laubwald. Da gibt es Buchen, eigentlich einen Buchenwald. Und hier gibt es sogar theoretisch am Waldesrand, was aber auch noch nicht am Start ist oder schon war, keine Ahnung. Ja, Schimpilze. Schimpilze auch mal ganz gerne gemacht. Und da auch der Tipp, wenn die halt noch ein bisschen geschlossen sind, mit Feta-Vollstoff oder Hirtenkäse. Und dann panieren. Ja. Also die Schimpilze werden ja auch immer ganz gerne paniert. Mache ich auch ganz gerne. Aber ich mache mir dann halt kleinere Teile, die ich dann paniere. Und ja, wie gesagt, wenn sie dann halt noch geschlossen sind, dann mache ich ganz gerne mal ein bisschen Käse mit rein.
Also im besten Fall Feta, aber Feta ist ja auch mal ein bisschen teuer, deswegen ganz gerne auch mal Hürdenkäse. Hier habe ich gerade einen, wie man auch am Stiel und sagen an der Kappe entdecken kann. Ja, hier ist sogar ein Birkenpilz, aber der ist schon ganz schön abgenagt. Schade drum. Naja, dann nagt mal weiter. Ach ja, der Oktober ist ja auch der neue September, habe ich mir sagen lassen. Ja, früher war der September mein Lieblingsmonat, jetzt wenn der auch gerne mal 30 Grad hat, dann nicht mehr. Ist doch wie gesagt viel zu trocken, offenbar muss ich wieder auf den Oktober warten hier. Da haben sie es im Westen natürlich wirklich besser, da haben sie irgendwie, ja, hat sich dann schon halt abgeregnet sozusagen, also vorher schon halt abgeregnet. Die kommen da nicht mehr so viel an. Ja, Schuld ist der Harz. Nein, keine Ahnung. Im Endeffekt ist es hier, wie gesagt, viel zu trocken. Also bis jetzt ein Kiefernsteinpilz, den man mitnehmen konnte, und ein Birkenpilz, den man nicht mitnehmen konnte. Ansonsten hier jetzt sogar Steinpilze geben können, auch auf dem Weg jetzt noch dahin. Aber ich sehe schwarz. Zum Glück habe ich ja was zu essen bei und ich verrate es einfach mal schon. Heute gibt's was total Abgefahrenes, gab es bei mir noch nie, ja, noch niemals auf dem Kanal, muss ich jetzt sagen. Salat. Ja, ich dachte, ich mache dann einfach ein bisschen dazu, wenn ich was finde, aber egal. Ich werde trotzdem ein bisschen was brutzeln, nämlich Brot. Ja, ich will mir ein paar Croutons machen und ich dachte, nachdem ich die Croutons gemacht habe, wenn ich ein paar Pilze finde, dann hole ich die einfach hinterher, aber es sieht leider nicht so pilzig aus, deswegen gibt es heute bloß Salat. Ich sehe auch gerade, da drüben fehlen die Fliegenpilze. Da drüben, der Wald ist mal voll eigentlich mit Fliegenpilzen. Und Fliegenpilze sind ja auch so ein bisschen Indikator für Steinpilze, also da ist sogar der Fliegenpilze entbehrt, werde ich auch keine Steinpilze finden. So, ich bin angekommen hier an meinem Buchenwäldchen. Vorne stehen sogar noch ein paar Eichen, aber ich sehe schon, dort wo die Hexenröhrlinge sein sollten, die es hier ja zuhauf gab mal, nee. Das ist die Stelle wirklich, da habe ich mal Buja, also ein Dutzend gefunden. Und ansonsten habe ich mal einen einzelnen gefunden, aber hier waren, boah, war voll. Also verhältnismäßig. Ist nicht der Fall, ich gehe trotzdem mal noch ein paar Meter rein. Vielleicht gibt es ja, da vorne ist alles ein bisschen lichter, da gibt es halt so kleine Moosinseln. Ja, da gab es dann auch mal ein paar Pilze, mal gucken. Hey, gibt es diese besagten Moosinseln, aber leider ohne Pilze. Wenn ihr hier schon keine habt, dann sehe ich generell schwarz. Ja. Leisten, ich werde dann einfach jetzt ein bisschen weiter, ich nenne es mal spazieren hin und dann mir einen schönen Platz suchen. Vielleicht laufe ich einfach auch zur ehemaligen Kraterbude. Da kann man sich schon hinsetzen. Apropos hinsetzen, ja, ich wollte ja noch was machen. Haha, da habe ich dann noch Material dafür, weil ganz so einfach ist der Stuhl dann doch nicht. Man braucht 4 Hölzer. Mehr aber auch nicht. Na, fast vergessen. Krause Glucke oder fette Hände oder wie man das jetzt auch mal betiteln will, je nachdem woher man kommt, ist ja auch egal. Gab es hier natürlich auch schon mal. Man kann immer wieder an die gleichen Spots auf jeden Fall gehen. Ja, also ich gucke jetzt hier theoretisch nicht umsonst, ich bin bloß zur falschen Zeit hier. Ja, ich weiß, ich werde mich an einigen Stellen wahrscheinlich wiederholen und es wird schon in irgendwelchen Videos gegeben haben, die Infos, aber was weiß ich, was ich schon alles erzählt habe in den ganzen Videos. Bestimmt immer das Gleiche, jedes Video das Gleiche. Hey, die Witzke-Kapitän, also damit hätte ich jetzt ja auch nicht gerechnet. Da liegt doch einer, geht voll. Hier gibt's eine Esskastanie. Nur etwas stachelig. Und hier liegt der auch wirklich alles voll mit Bucheckern. Wobei Bucheckern auch nur halt ja bedingt sozusagen. Mal gucken, wie groß die überhaupt sind drin. Hier sind schon Matschepampe, okay. Ja, die sind meistens sogar in blödsten Fällen jetzt alle hohl. Oder Matschepampe schon. Yep. Schön hohl oder Matschepampe. Also muss man sowieso, also eigentlich lässt man sowieso alles hier für die Tiere liegen. Wenn man es ja selber eigentlich nicht wirklich braucht. Aber wenn da auch nichts drin ist, natürlich auch Mist. Ja, also das lasse ich auch hier für die Tiere. Ich habe einfach nochmal gekickt, mein Mobiltelefon ausgeholt, ja, und dann einfach festgestellt, ja, neben der Edelkastanie, es ist ja wirklich Esskastanie, aber aus unerfindlichen Gründen auch irgendwie Marone. Ich weiß nicht, warum man den Begriff mehrfach verwendet, vielleicht könnt ihr mir das erklären, weil das habe ich jetzt nicht nochmal extra nachgeguckt. Ich wollte mich bloß wissen, warte mal, hießen die nicht Marone? Ja, und ja, die heißen auch Marone und die Pilze heißen auch Marone und
Jetzt könnt ihr mal selber mir in die Kommentare schreiben, warum die eigentlich gleich heißen. Monarchie-Verlauf. Die fetten Viecher gibt es aber immer noch. Halten wir also noch mal kurz fest. Mein Tümpel sozusagen verschifft komplett. Das Wasser weicht immer weiter zurück, auch in den anderen Seen. Die Bucheckern sind leer und es ist Ende September und es gibt einen Scheiß an Pilzen. Ach ja, da war sie wieder, meine Gabe, in allem das Positive zu sehen. Hui, es gibt ja auch ein krasses Bild ab. Mitten im grünen Walde erstrahlt plötzlich sehr, sehr rot dieses Gebilde hier. Also die Birke ist ganz schön in Beschlag genommen sozusagen und alles hat sich hier aber schon rot gefärbt. Schöner Anblick. Ich glaube, ich spinne. Nein, ich werde hier komplett aber irgendwie eingesponnen. Also es ist wirklich noch irgendwie Sommer, nämlich Altweibersommer. Echt 5 Meter später irgendwo rein gerannt, das war, als ob man gegen ein Seil läuft. Ich habe es natürlich nicht gesehen. Alter Vater. Also richtig gespannt so. So, da sind wir. Und was natürlich gleich als allererstes auffällt, huiuiui, die toten Birken da sind nicht gerade einladend. Aber das meiste ist ja auch schon runtergefallen. Ja, müsste eigentlich möglichst gleich groß sein, denke ich mal, aber egal. Aha, wait a second, so, und jetzt müsste man sich theoretisch hier so rinfließen können, jo, naja, ich glaube, geht auch einfacher. So, hier sieht man es nochmal, und man kann ja auch so ein bisschen erhöht sitzen, also so grundsätzlich kacke ist es nicht, aber naja, es gibt bestimmt bessere Varianten. Machen wir mal ein bisschen Essigchen. Auch ohne Pilzchen. So. Was haben wir? Wir haben Hirtenkäse. Wir haben ein Fännchen. Salatchen. Salatchen, muss ich gestehen, habe ich einfach so für 1 Euro so eine Zusammenstellung geholt, weil hätte ich mir alles einzeln geholt, wäre sehr viel teurer geworden. Ja, außerdem, genau. Hier. Darf natürlich jetzt kein Feuer machen. Deswegen gibt es die Kombination. Knobiöl. Eine Scheibe Brot. Ein bisschen Zwiebel. Wobei Zwiebel. Ja, okay, ohne. Naja. Ohne die Pilze brauche ich auch keine Zwiebel zum Wein. Ja, das darf auch meistens nicht fehlen. Das ist ja quasi mein Esstuch. Ja, ich habe noch was zu lesen bei. Brauche ich alles gerade nicht wirklich hier. Und es ist noch warm genug, also den Rest, den müsst ihr euch nicht geben. Also ich habe sogar noch eine Elefantenhaut bei, falls es nötig gewesen worden wäre, wir am Tun machen sein, aber nee. Messer vergessen. Das Messer brauche ich schon. Haha. Das Jute. Mit selbstgemachtem Griff. So. Nee. Aber ein bisschen was brutzeln muss ich schon. Also der ganze Aufwand nur für ein paar Croutons. Wie geht, Alter? Gerade eine Kellerspinne sozusagen unter dem Ding gewesen. Richtig dicke, ekelhafte Vieh. Spinnen gibt es heute mehr als genug. Ich drücke nur, damit ich hier überhaupt drauf schnippeln darf.
Ich muss dazu sagen, das Brot schmeckt mir halt so allein nicht so gut, deswegen werte ich es jetzt auf. Ja. Croutons sind fertig, kommen jetzt gleich an der Seite, können auch ein bisschen abkühlen sozusagen. Leider kann ich ja jetzt keine Pilze hinterherhauen, aber egal. Ah, schön crusty. Dann brösel ich mir mal noch ein bisschen hiervon rüber. Nicht daneben. Ich hab drüber gesagt. Das ist wie gesagt Hirtenkäse. Lieber eigentlich Feta, aber der tut's auch. Kostenoptim. Oh, ist ein bisschen verbrannt. Vielleicht ein, zwei verbrannte rausnehmen. Lassen wir uns mal schmecken. Hoffe ich, glaube ich, zu wissen. Jo. Kann man auf jeden Fall mal bringen. Ich muss auch sagen, in Rumänien war die Brotzeit draußen im Wald das Allergeilste. Wir haben ordentlich Fische essen. Ich habe festgestellt, Stör ist nicht mein Fall. Und ansonsten gab es auch mal leckere Pasta mit Meeresfrüchten. Aber das hier, wir brauchen mal, wo wir es auch gemacht haben, muss ja nicht immer warm draußen essen. Also ist das auch sehr gut. Na, dann bis gleich. Und wenn nicht, egal. Bis zum nächsten Mal.